Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie wir eine Tippverlängerung machen. Ja, zunächst beginnen wir eben die Nagelhaut wie gewohnt zurückzuschieben mit unserem Pro-Pusher, damit wir die auch gründlich entfernen, damit die Modellage gut hält. Das macht ihr quasi an allen 10 Nägeln schön gründlich, auch schön in die Seiten mit reingehen. Ich hatte euch ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr den Naturnagel am besten vorbereiten könnt. Ich zeige es euch in diesem Video noch einmal. Jetzt hier die kleinen Fusseln so ein bisschen entfernen. So, und dann kürzen wir ein bisschen das freie Nagelende. Denn wir wollen ja einen Tipp draufkleben und dazu ist es immer am besten, wenn ihr eben das freie Naturnagelende so kurz wie möglich gestaltet. Also natürlich nicht bis aufs Nagelbrett runterfeilen. So kurz muss es nun auch nicht sein. Aber so, dass circa nur noch ein Millimeter oder ein halber Millimeter übrig ist. So, wenn ihr das gemacht habt, dann mattiert ihr den Naturnagel an. Mit der feinen Seite der Feile ohne Druck einmal komplett den Nagel anmattieren. So, dass ihr eben den natürlichen Glanz vom Nagel nicht mehr habt. Dann habt ihr das richtig gemacht, aber nicht zu lange auf einer Stelle feilen. Dann gibt es nämlich sogenannte Feuerringe. Und dann hättet ihr natürlich den Naturnagel schon verletzt und das wollen wir ja nicht. So. Also so lange, bis alle Ecken und Kanten vom Naturnagel richtig schön anmattiert sind. Dazu könnt ihr euch auch den Finger etwas seitlich nehmen, die Haut schön runterdrücken und dann kommt ihr auch prima in die Ecken rein, sodass ihr, wie gesagt, jede Stelle schön anmattiert habt. Da müsst ihr euch eure Kunden ein bisschen hinbiegen, so wie ihr es haben wollt. So. Und das letzte bisschen. Das geht natürlich schneller, wenn man jetzt nicht auf die Kamera achten muss, dass man im Bild ist. Ich sitze hier so ein bisschen eingequetscht, deshalb sieht das alles so ein bisschen unbeholfen aus. So. Gut. So sollte das dann einmal aussehen. Dann entfernt ihr den Feilstaub mit einem Bürstchen und dann ist der Nagel vorbereitet fürs Tippkleben. Ich mache das jetzt an den restlichen 9 Nägeln und hole euch gleich wieder mit dazu. Weiter geht's mit dem Tippkleben, beziehungsweise erstmal wählt ihr euch den passenden Tipp aus. So ein Tipp muss quasi links und rechts bündig abschließen, also der darf nicht, also hier darf nicht so eine Ecke frei sein und der darf auch nicht zu sehr in die Haut drücken. Der muss genau bündig abschließen und dann füllt ihr euch eben in die Klebefläche etwas Nagelkleber ein. Da müsst ihr gucken, mit welchen Produkten ihr am liebsten arbeitet. Ich kann euch den Tippkleber von GB Nail Care empfehlen. Der ist wirklich gut. So, dann seht ihr das, füllt ihr euch hier vorne, wo die Klebefläche ist, etwas Kleber ein. Und dann haltet ihr den quasi an den Nagel ran und drückt den langsam runter, sodass alles schön blasenfrei ist. Das ist nämlich ganz wichtig, dass da keine Luftbläschen drunter sind, damit sich der Tipp nachher nicht wieder löst. Und das haltet ihr eben einige Sekunden, bis der Nagel richtig schön dran klebt. Und dann lasst ihr den los, könnt die Flügelchen noch links und rechts ein bisschen andrücken. Und dann wartet ihr noch einige Sekunden, bis eben alles dran klebt. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt müsst ihr den Nagel quasi, also diesen Tipp sozusagen, auch nochmal anmattieren. Auch wieder mit der feinen Seite. Ihr geht einmal über die ganze Fläche. Nach Möglichkeit nicht mehr auf dem Naturnagel feilen, es sei denn, ihr habt da so ein paar Kleberreste, die müssen natürlich weg. Und ansonsten wirklich die ganze Fläche schön anmattieren. So, und dann noch leicht den Übergang befeilen. Ihr habt ja gesehen, das sind transparente Tipps, die ich verwende, weil die lassen sich einfach viel, viel einfacher befeilen als diese Naturaltipps. Da muss man ja dann immer zusehen, dass man die wirklich schön transparent feilt auf dem Bereich, wo es eben auf dem Nagelbett sitzt. Und bei diesen transparenten Tipps hat man sowas eben nicht. Da müsst ihr wirklich nur ganz leicht diesen Übergang so ein bisschen befeilen, dass das alles schön glatt ist. Und mehr müsst ihr da eigentlich gar nicht großartig tun. Das geht dann eigentlich relativ fix. So.
So sollte das dann in etwa aussehen. Dann müsst ihr noch die Seitenlinien ein bisschen schmaler feilen, denn wenn ihr da nämlich mit dem Gel nachher noch drüber geht, da kommt ja noch einiges drauf an French und eben der Aufbau. Und dann, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr die Tipps nicht so ein bisschen schmal zurechtfeilt, dann schaufelt euch das Ganze nachher, dann ist vorne das freie Nagelende unter Umständen breiter als das gesamte Nagelbett und das sieht dann natürlich unschön aus. Also ein bisschen schmal zusammenfeilen. So, und nach Möglichkeit sollte das natürlich trotzdem schön gerade sein, also nicht, dass ihr irgendwelche Wellen da drin habt. Jo, und dann habt ihr eigentlich euren Nagel schon vorbereitet. Also wir haben die natürlich gekürzt, wie ihr seht. Und dann müsst ihr eben sehen, was ihr möchtet, ob ihr die Ecken angerundet haben möchtet oder. So, ich werde das jetzt wieder bei den restlichen neuen Nägeln machen und hole euch dann wieder mit dazu, wenn es ans Gehen geht. Als nächstes tragt ihr einen Dehydrator auf. Der trocknet die Nagelplatte so ein bisschen aus. Und den tragt ihr nur im Naturnagelbereich einmal sparsam auf. Und dann folgt der Primer. Da nehme ich meistens einen säurehaltigen. Der bietet den idealen Untergrund für das Gel. Und den solltet ihr auch sehr sparsam einfach nur so auftüpfeln. Und den dann so ein bisschen an der Luft trocknen lassen. Bei den anderen Nägeln habe ich das jetzt schon gemacht. Und da zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht mit der ersten Gelschicht. Und zwar nehme ich einen Haftgel, einen Ultrabondgel und massiere das schön in den Naturnagelbereich ein. Und den Rest zieht ihr euch einfach über den Tipp drüber. So, schön aufpassen, dass ihr nicht an die Haut kommt. Sonst gibt es Liftings. Und das macht ihr eben an allen Nägeln. Wie ihr letztendlich aushärtet, also ob ihr alle Finger komplett reintut oder erst vier Finger und einen Daumen, das bleibt euch überlassen. Das mit der ganzen Hand reinlegen, das kann man machen, wenn man wirklich nur eine dünne Schicht von irgendeinem Gel aufträgt. Ansonsten muss man den Daumen immer extra in der Lampe aushärten. So, da wir wie gesagt nur eine dünne Schicht davon haben, von diesem Gel, mache ich das jetzt mit der ganzen Hand, also alle Finger, auch den Daumen mit einstreichen. So, jetzt ist das hier wieder eingezogen, also können wir den Finger auch mitmachen. Schön einmassieren und nach Möglichkeit auch, wie gesagt, hauchdünn arbeiten. Je weniger man nimmt, umso besser ist die Haftung. So. Das Ganze wird jetzt für 2 Minuten ausgehärtet und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt kommen wir zur Stresspunktverstärkung. Das bedeutet, dass man quasi dort, wo der Tipp und der Naturnagel aufeinandertreffen, dass man diesen Bereich ein wenig verstärkt. Und ich nehme jetzt ein dünnviskoses Einphasengel, streiche das einmal ganz dünn auf den gesamten Nagel auf. Das müsst ihr jetzt auch nicht mehr einmassieren, einfach nur aufstreichen, sodass sich eine dünne Fließschicht bildet. Und dann nehmt ihr euch etwas mehr Gel, tragt das, wie gesagt, da an diesem Punkt auf, setzt euch so eine kleine Blase ab und dann verteilt ihr das Gel nach oben und zu den Seiten. Aber ihr streicht es dabei nicht über die gesamte Nagelspitze, also wirklich nur in diesem Bereich bleiben. So. Und da das ein dünnviskoses Gel ist, jetzt hört ihr gerade meine Katzen im Hintergrund, die haben ihre 5 Minuten. Und da das ein dünnviskoses Gel ist, zieht sich das von selber glatt und ihr braucht da nicht großartig viel machen. Und das Ganze wird jetzt angehärtet. So, ich habe das Ganze jetzt aushärten lassen. Jetzt cleanern wir die Nägel, denn ich möchte euch heute zeigen, wie man als Anfänger oder auch wenn man sich selbst die Nägel machen möchte, mit solchen Smileline-Schablonen arbeiten kann. Dann ist das Ganze ein bisschen einfacher und geht auch relativ schnell. Also wie gesagt, nach diesem Schritt den Nagel cleanern und dann nehmt ihr euch einen Buffer. Und buffert den ganzen Nagel an, sodass der schön eben ist und eben wieder alles schön anmattiert ist, sodass eben euer French Gel oder Farbgel, was auch immer, jetzt gut auf dieser Schicht haften kann. So, die Seiten, da nehme ich mir wieder die Feile, aber auch wieder nur die feine Seite. So, Feilstaub mit dem Bürstchen entfernen. Und dann nehmt ihr euch die passende Smileline-Schablone. Den Shop, wo ihr die bekommt, verlinke ich euch in der Infobox. Da nehme ich mir jetzt die passende Schablone und setze mir die dahin, wo ich die haben möchte.
Meine Kundin mag es lieber, wenn das French quasi etwas breiter ist. Deshalb setzen wir die etwas weiter nach oben an. Das ist auch wieder eine Geschmackssache. Je nachdem, wie euer Geschmack ist oder der Geschmack eurer Kunden, setzt ihr die Smiline-Schablone eben an. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann geht es mit dem French gleich weiter. So, meine Kundin hat sich für ein schönes Pink und ein Blau entschieden. Und zwar, was ihr jetzt machen müsst, ihr nehmt euch die Farbe eurer Wahl und streicht etwas über die Schablone drüber und dann eben über den freien Nagelrand auch schön in die Ecken gehen. Ihr müsst halt wirklich darauf achten, dass die Schablone schön anliegt, dass euch da nichts drunter läuft. Und dann ist das Ganze eigentlich relativ einfach. Ihr verteilt wirklich die Farbe eben dahin, wo ihr sie haben möchtet. So. So. Und wenn die Farbe eben so sitzt, wie es sein soll, dann könnt ihr euch die Schablone nehmen. Also jetzt bitte nicht so in die Lampe, weil dann habt ihr die Schablone nämlich mit angehärtet. Ihr löst die jetzt einfach ganz vorsichtig ab. Am besten immer mit der Rundung mitgehen. Und dann habt ihr es perfekt. Jetzt, wenn zum Beispiel hier so ein kleiner Schnupsel daneben gegangen ist, dann nehmt ihr euch einen feinen Pinsel. Ich muss den mal gerade eben suchen in meinem Pinselwirrwarr. Wenn ich ihn denn mal gefunden habe, zeige ich euch gleich, was ihr machen könnt. So, ich habe ihn dann jetzt doch schon gefunden. So, ich nehme mir dann immer so einen kleinen geraden Pinsel und ziehe dann nochmal nach. So. Und einmal nach hier. Also, dass das jetzt so drunter gelaufen ist, das war meine Schuld. Ich habe die Schablone dann nicht richtig angesetzt. Aber ansonsten halten die wirklich richtig gut. Und man kann damit eine ganz tolle Smiline gestalten. So, und so geht das Ganze dann, je nachdem, wie schnell euer Gel aushärtet, für 2 Minuten in die Lampe und wird dann einmal ausgehärtet. Wir haben das French jetzt ausgehärtet. Ich habe das French ein bisschen angebuffert und habe jetzt Airbrush-Schablonen aufgetragen und sprühe da jetzt einmal mit Weiß drüber. Meine Kundin hat sich für Schnörkel und Schmetterlinge entschieden, in verschiedenen Farben. Und da sprüht ihr dann einfach drüber. Also wenn ihr natürlich jetzt zu Anfang keine Airbrush-Maschine habt, könntet ihr jetzt natürlich auch auf das French irgendwelche Sticker auftragen oder ihr malt was drauf oder ihr könnt auch stempeln. Das bleibt euch überlassen. Ja, wir haben uns jetzt für Airbrush entschieden und ja, so sieht das Ganze dann aus. Dann sprühen wir noch ein paar kleine Schmetterlinge dazu und dann hole ich euch zum Aufbau wieder mit dazu. Also jetzt kommen wir zum Aufbau. Und zwar nehme ich wieder ein dünnviskoses Einphasengel. Für Anfänger würde ich immer ein mittel- bis dickviskoses Einphasengel empfehlen, weil da müsst ihr nicht so aufpassen, dass euch das so doll in die Haut läuft und ihr könnt dann eben langsam arbeiten. Also, eine dünne Fließschicht. Dann nehmt ihr euch etwas mehr auf den Pinsel und legt euch von oben nach unten so einen kleinen Tropfen auf den Nagel. Und diesen kleinen Tropfen verteilt ihr nach oben und zu den Seiten. An den Seiten solltet ihr etwas dünner arbeiten, denn wir wollen ja keine klobigen oder dicken Nägel kreieren. Das soll ja alles schön filigran bleiben. Ja, und so verteilt ihr eben euer Gel auf dem Nagel. Wenn ihr dick- bis mittelviskoses Gel habt, das wird sich nicht ganz so doll glatt ziehen. Da muss man dann eben ein bisschen mehr nachfeilen, aber wie gesagt, für Anfänger ist dann so ein Gel besser geeignet. Ja, und wenn ihr das dann so schön verteilt habt, dann gebt ihr das in die Lampe und lasst es aushärten. Ausgehärtet haben wir das Ganze jetzt. Jetzt cleanere ich die Nägel einfach ab. So, schön gründlich abcleanern, damit auch nichts mehr klebt. Und dann feilen wir die Nägel gleich noch ein bisschen in Form. Ich muss jetzt hier nicht mehr viel feilen, weil ich ja dieses wunderbar dünnviskose Gel habe, was so schön in Form fließt. Und das bedarf aber auch immer etwas Übung, dass man nicht mehr so viel Feilarbeit hat. Zu Anfang ist das ganz normal, dass man da ein bisschen mehr feilen muss. Ja, also ihr feilt euch quasi den Nagel dann so in Form, dass er eben eine schöne ästhetische Form hat.
dass die Seitenlinien schön gerade sind, der Nagel insgesamt quasi gerade aus dem Nagelbett herausgeht, keine Dellen drin sind und ja, so sollte der Nagel dann am Schluss aussehen. Das mache ich jetzt an den restlichen Nägeln, dann werden die Nägel versiegelt und am Ende des Videos seht ihr dann nochmal das komplette Bild von der kompletten Modellage. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt was damit anfangen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!